Das ist der Moonpool. Aus was ist der gemacht? Ich glaube aus Fiberglas, Holz und Aluminiumfolie. Es sieht irgendwie nicht so magisch aus. Noch nicht, aber komm mal rein. Okay, also von außen sieht er so aus, aber wir gucken mal rein. Naja, sieht immer noch nicht so magisch aus. Naja, das Magische kommt erst mit den Mädchen. Okay. Louis, bist du hier? Der Moonpool wird immer wieder umgebaut. Je nachdem, was im Drehbuch gebraucht wird. Neue Felsen oder neue Höhlengänge. Doch ich will natürlich auch wissen, was am frisch renovierten Moonpool so Neues und Magisches passieren wird. Erzähl mir was über die neue Staffel. Das Wasser fängt an, ein paar sehr merkwürdige Dinge zu tun. Das betrifft vor allem die Mädels. Was denn? Das Wasser ist nicht länger ihr Freund. Mehr sage ich nicht. Okay. Eins will ich noch wissen. Ich habe gehört, du hast Angst vor Luftballons. Bleib bloß weg damit. Echt? Ich hasse Luftballons. Okay, ich packe ihn weg. Danke. Warum hast du Angst? Seit ich klein bin, habe ich davor Angst. Lange Geschichte. Nur wenn sie aufgeblasen sind? Nein, alles ist grässlich. Das Geräusch, der Geruch, alles. Okay. Aber warum? Als ich klein war, wurde ich gezwungen, mich auf einen Ballon zu setzen. Der ist geplatzt und ich habe einen Riesenschreck bekommen. Okay, also er hat wirklich so ein bisschen Angst vor Ballon, deswegen will ich ihn natürlich jetzt hier nicht weiter damit nerven irgendwie. Thank you very much. Danke für das Interview. Kein Problem. Und jetzt Abmarsch.